Schön, dass du da bist. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Sandra Hochhuber und hier geht es wie immer um die Eigenliebe, das Selbstvertrauen und den Selbstwert. Und da haben wir heute ein wichtiges Thema, und zwar das Opferdasein oder die Opfermentalität. Als allererstes möchte ich sagen, dass es natürlich Umstände gibt, dass es Situationen gibt, in denen man einfach auch ein Opfer ist. Und in denen einem was passiert und das ist was anderes als diese Opfermentalität. Vielleicht kennst du das, dass du in manchen Bereichen in deinem Leben dir manchmal denkst, hey, immer passiert mir das, warum immer ich? Und das ist eine Möglichkeit, ein Ausdruck für diese Opfermentalität. Vielleicht kennst du auch jemanden, der immerzu in diesem Opfermodus spielt. Ich habe so jemanden in meiner Familie und diese Person, also ich sage auch nicht, was für ein Geschlecht diese Person hat, die es anstrengend. Immerzu im Opfer. Und sieht gar nicht, dass sie selbst damit für ganz viel Drama mitverantwortlich ist. Und in meiner Wahrnehmung hat diese Opfermentalität viel mit so einem Glaubenssatz zu tun von, ich bin nicht wichtig. Und von, ich kann eh nichts ändern. Und das ist ja, wenn du dich da mal so reinfühlst, wenn du da so hinspürst, dann ist es ja so eine totale Machtlosigkeit, so das totale Abgeben von jedwedem Einfluss auf das eigene Leben. Und ich möchte dich ermutigen, zu dieser Selbstverantwortung, wirklich in diese Eigenverantwortung zu gehen. Und wenn du dir das von so einer Warte ganz oben, wenn du so auf dem Dach wärst und dir das anguckst von oben, dann siehst du, da habe ich Macht abgegeben und habe die Möglichkeit, Verantwortung zu übernehmen. Und das machen wir heute mit Hilfe von einer Meditation. Nimm dir doch bitte mal deinen Raum und die Zeit. Und mach das natürlich nicht, wenn du gerade mit dem Auto fährst oder schwere Maschinen bedienst. Und nimm dir diese Minuten für dich. Wenn sich's für dich gut anfühlt, dann schließ doch bitte deine Augen und atme tief durch. Auch ruhig beim Ausatmen so ein bisschen Geräusche machen, wenn das geht. Und dann leg bitte eine Hand auf dein Herz. Und dann spür mal, wie sich das anfühlt in deinem Körper, wenn du zu dir sagen würdest, ich bin ein Opfer. Oder in dieser Situation mit XYZ bin ich ein Opfer. Dann merkt ihr das mal. Und dann denken
wir mal gemeinsam an etwas, das stimmt, das für dich die Wahrheit ist. Zum Beispiel, die Natur ist wunderschön. Und wie fühlt sich das an? Und wo fühlst du das? Und dann denk an etwas, das für dich falsch ist. Und wahrscheinlich ist dieses "Ich bin ein Opfer" und das, was falsch ist, in so einer ähnlichen Gegend und fühlt sich auch ähnlich an. Also ganz anders als das, was sich anfühlt wie etwas, das wahr ist. Dann gehen wir mal hier mal davon aus, dass dieses Opferdasein einfach nur so ein falscher Glaubenssatz. Ein negativer Glaubenssatz, der irgendwann mal von dir so als wahr anerkannt wurde und der sich der jetzt als unwahr herausgestellt hat. Wir nehmen den. Und packen den in eine Kiste und geben den an die Menschen zurück, an die Schulen, an die Kindergärten, an jene Situation in unserem Leben, in denen das entstanden ist. Und die nehmen das und gehen damit weg. Und du siehst, wie das so im Nebel verschwindet. Und die wissen ganz genau, was damit zu tun ist. Und dann haben wir jetzt Platz und Raum für diesen neuen Glaubenssatz. Ich habe einen Vorschlag und du kannst den natürlich für dich selbst so anpassen, dass sich das gut für dich anfühlt. Ich übernehme die Verantwortung für mein Leben. Und dann merkst du, das fühlt sich schon mal ganz anders an. Für mich ist es etwas, das sich wahr anfühlt. Ich erlaube mir, die Verantwortung für mein Leben zu übernehmen. Und das hat ja so eine Kraft, selbst die Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen. Vielleicht hast du jemanden, den du dir da als Vorbild nehmen könntest? Jemand, der Verantwortung übernimmt für sich und sein Leben.
Und dann nimm mal eine Begebenheit aus deiner Vergangenheit, in der du damals noch das Opfer warst. Und wie anders wäre diese Begebenheit jetzt? Und du da jemand bist, der Verantwortung übernimmt für sich und sein Leben. Vielleicht hättest du früher Dinge gesagt, hättest erkannt, dass du selbst einen Beitrag leistest zu dem, wie es läuft in deinem Leben. Ich übernehme die Verantwortung für mein Leben. Das gibt dir ganz viel Freiheit und Kreativität im Umgang mit deinem Leben, im Umgang mit der Welt. Und dann stell dir vor, dass von oben ein weißes Licht durch deinen Körper fließt. Wie eine Welle der Entspannung. Ich übernehme die Verantwortung für mein Leben. Und dann sieh dich, wie du Verantwortung übernimmst und was sich daraus ergibt. Sieh dich zunächst von außen. Wie läufst du? Wie trittst du auf? Wie lebst du? Hörst du dich an und dann geh hinein in dieses Bild und spür dich, wie du dich größer fühlst und stärker und mehr wie du selbst. Wie fühlt es sich an? Die Verantwortung für dein Leben. Und wenn du nun in einem Monat siehst, wie sich dein Leben schon verändert hat, wenn du diese Verantwortung ja nun übernimmst, spür das weiße Licht durch dich hindurch
und um dich herum. Und sieh du als jemand, der die Verantwortung für sein Leben übernimmt, ein gutes Beispiel bist, ein Vorbild. Jemand, der andere ermutigen kann. Spür das weiße Licht, wie es sich durchfließt. Spür, wie jede und jeder, der dieses Video ansieht und sich die Meditation anhört, wie der von nun an ein Leben führt, das er wirklich führt. Dass er der Anführer in diesem Leben, der, der die Richtung weist. Spür die Kraft, die damit verbunden ist. Und dann komm hierher zurück. Bedanke dich. Dem Licht und bei deinem Herzen. Du spürst deine Füße auf dem Boden, dein Po auf der Unterlage, kannst dich ein bisschen recken und strecken, deine Augen öffnen und bist hier ausgeruht und entspannt, wie nach einem kleinen Schläfchen. Ich hoffe, dir hat das genauso gut gefallen wie mir. Und in meiner Welt ist es total wichtig, dass wir diese Verantwortung für unser Leben übernehmen. Dann sind wir nämlich nicht länger so ein Opfer unserer Umstände. Dann nehmen wir unser Leben nicht nur in die Hand, sondern ins Herz. Und wenn du dir mal überlegst, gerade jetzt beim Thema Beziehungen, da fühlen sich viele immer nur als totales Opfer. Und da bin ich auch nicht frei von. Ich habe mich so lange als Opfer gefühlt. Oh, der böse, böse Narzisst. Die böse Toxe und ich, das arme Opfer. Und das war ich nie. Da war ich erwachsen und hätte immer gehen können. Und ich habe erst vor ein paar Wochen gemerkt, wie anders das jetzt ist bei mir. Da war jemand, bei dem hätte ich hervorragend ein Opfer sein können. Und das Interessante ist, dass dieser jemand sich selbst als das totale Opfer sieht. Und da bin ich ganz klar geblieben und auch auf diesem neutralen Platz auf dem Dach gesessen. Und dann war das wirklich glasklar. Das war etwas, das bei mir eine Grenze verletzt hat und dass ich da die Konsequenzen gezogen habe und gleichzeitig habe ich erkannt, hey, mit so jemandem, da bin ich sowas von durch. Da
da bin ich jetzt auf einer anderen Stufe irgendwie. Also, dass ich sowas einfach nicht mehr brauche, dass ich mir das nicht mehr gebe. Und da hätte ich dann auch ganz traurig sein können und war selbst sehr überrascht, wie wenig traurig ich da war. Da habe ich nur erkannt, nee, der ist es nicht. Und da habe ich wirklich die Verantwortung für mein Leben genommen. Und ich wünsche mir das auch für dich, dass du erkennst, dein Leben, deine Verantwortung, deine Geschichte. Wenn du dir denkst, dieser Opfermodus, das kenne ich, das mache ich bisweilen und ich war vielleicht oder bin es immer noch in einer ganz miesen Beziehung, dann würde ich mich total freuen, wenn du mit mir arbeiten möchtest. Es geht um deinen Selbstwert und nicht weniger, und das ist ganz schön viel. Also melde dich bei mir. Ich verlinke dir alles hier irgendwo. Und ich würde mich freuen, wenn du ein paar Kommentare da lässt. Wenn du den Kanal abonnierst und empfiehlst und das Video weiterleitest und likest und überhaupt. Also, vielen Dank, dass du die Verantwortung für dein Leben übernimmst. Das ist wirklich eines der coolsten Dinge überhaupt. Viel Spaß dabei. Alles Gute für dich. Und dein Tschüss.